Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, es ist soweit, auf der neuen Map sind wir nun, die heißt Fox Valley. Sieht so aus auf dem Screen, Shot hier auf der Startseite. Das ist eine umgebaute Map von der Goldcrest Valley, also die normale Map, also die Standard-Map. Und hier gibt es auch Züge. Ich habe schon alles verkauft, deswegen wundere ich mich gerade. Wir haben unser Startguthaben, und zwar die 946.462 Euro von der anderen Map. Und jetzt werden wir uns erstmal darum kümmern, dass wir unser Grundequipment kriegen. Das heißt, wir brauchen erstmal ein paar Trecker. Da würde ich vorschlagen, nehmen wir gleich ein paar stärkere. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Lindner, weil der ist neu in der Marke. Frontladeranbau brauchen wir nicht unbedingt. Ja, nehmen wir einfach mal so. So, dann brauchen wir noch einen Cheftrecker. Da habe ich auch noch ein paar Mods hier. Und da würde ich sagen, nehmen wir uns hier so einen Klaas. Wobei, der hat nur 90 PS. Der hat 350 PS. Wollen wir den nehmen? Komm, nehmen wir den. Ist zwar nicht so realistisch vom Geld her, aber hat mehr PS, sieht kräftiger aus, ist auch kräftiger. So, dann brauchen wir noch... Ah, das ist natürlich auch geil, ne? Aber... Das kommt später noch. Dann brauchen wir noch einen normal starken Trecker, sage ich mal. Dann nehmen wir mal einen Valtra. Gibt es hier noch einen, der weiter vorne ist? Nee, sieht nicht so aus, oder? Nee, ich glaube nicht. Das heißt, den nehmen wir auch nochmal. 145 PS. Würde ich auch in blau nehmen, finde ich schön. Frontlader. Auf jeden Fall nochmal einmal mehr PS. 165 hat er dann. Nehmen wir das nochmal. Ah, 10.000. Ach komm. Pflegebereifung. Ne, Fruchtzerstörung habe ich jetzt nicht drauf. Breitreifen, Standard. Nehmen wir Standard. Frontladeranbau. Brauchen wir auch nicht. Also kaufen wir den auch. Dann brauchen wir noch... Gehen wir da erstmal raus. Eine Sämaschine. Da würde ich direkt die hier vorschlagen. Was ist denn das für ein Zeichen da? Ich weiß das gar nicht. Jetzt los. Wo ist die Maus? Ah, okay, die kann man irgendwie wegmachen. Da würde ich den hier nochmal nehmen, weil das ist eine Direktsaatmaschine. Die kennen wir ja auch schon aus dem 15er. Die ist vertrauenswürdig. Dann würde ich nochmal vorschlagen, die können beide alles. Die kann auch irgendwo 302. Der kann auch daran. Würde ich sagen, nehmen wir uns nochmal den größeren hier. Die nehmen wir natürlich auch in grün. Und da können wir auch ruhig Breitreifen nehmen. Und ein farbiges Design. Da hauen wir richtig mal auf die Tube. Oder drücken wir richtig auf die Tube. Dann brauchen wir noch einen kleineren Anhänger. Oh, das können wir auch so machen. Auf jeden Fall brauchen wir noch einen Kompaktlader dann. Und zwar für die Tiere. Da würde ich einen mit Rädern nehmen. Also ich plane jetzt natürlich auch schon mal für die Tiere, ne? Da brauchen wir dann eine Universalschaufel. Und womöglich auch eine Ballengabel. Ach genau, eine Ballenpresse brauchen wir auch noch, jetzt wo du es gerade sagst. Gut, dass wir es nochmal erwähnt haben. Tiere, ja, da würde ich... Also den brauchen wir auf jeden Fall. Der ist nämlich für das Stroh bei den Tieren. Ich glaube, bei allen Tieren braucht man Stroh, ne? So, jetzt müssen wir schon mal ein bisschen aufs Geld achten. Das heißt, wir holen uns jetzt nochmal keinen Rübenernter. Wo ist denn da? Erntemaschine. Holen wir natürlich direkt einen Fendt. Nee, da freuen wir uns natürlich drauf. Ja, was nehmen wir denn da mal? Ich glaube, der hier ist ganz gut. 30 km/h, 90.000 Liter, 300 PS. Gibt es noch vorher einen Rost... Wie heißt der? Rostzellmarsch. Okay, kenne ich jetzt noch nicht so direkt die Marke. Hat mir noch 100.000 über. Oder wollen wir erstmal eine Sparvariante nehmen? So ein Marseille Ferguson. Naja, der kostet nicht sehr viel weniger. Würde ich sagen... Wie teuer ist ein Fendt? 220, 214, der kostet sogar noch mehr. Und fast weniger. Aber es ist ein Fendt. nehmen wir den für 214.
So. Ne, Moment, 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 Moment. Die müssen wir da verkaufen. Wobei, nee, wir können auch mit Gras ein bisschen Silage machen. Und, achso, welcher war das jetzt? Das war jetzt der Akros 595 Plus. Akros 595. Ich denke mal, das wird hierzu gehören, ne? So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt brauchen wir noch ein... Wie teuer ist denn der günstigste? 221. Okay, das ist gut zu wissen. Sonderangebote gibt es nicht. Das heißt, ich würde sagen, jetzt fahren wir erstmal alles zurück. Und da ist unsere ganze Reihe von den neu erworbenen Sachen. Und da seht ihr jetzt auch diesen Mod, den ich letztes Mal angesprochen habe, diesen Hut-Hider. Kann man jetzt einfach auf 1 klicken und dann hier einen schönen Screenshot machen. Moment. Wundervoll. Ja, hier ist unser Lindner. Sehr schön, muss ich sagen. Legen wir mal... Halt! Moment mal. Ach cool, wenn ich den Gang rein... Ich habe eine Haarschau, wenn ich den Gang so reinmache und dann nochmal reinmache. Nein. So. Okay, hier ist unser Lindner. Sehr schön, hat zwar keine Rundumleuchte, aber das stört uns jetzt erstmal nicht. Den Lindner, den nehmen wir... Hat er einen Frontladeranbau? Wir brauchen noch einen Frontlader. Moment. Mein Auge juckt. Kennt ihr das? Wenn das Auge juckt und man da kratzt und dann... Also, so... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich hatte... Oh, ich hatte die ganze Zeit... wie heißt es? GEMA-Radio an. Moment. Jetzt wollen wir mal schnell umstellen. Oh Gott. Ich hoffe, das Video wird nicht gesperrt. So, aber ich habe ja eigentlich drüber geredet und so laut ist es nun auch wieder nicht. Ja, hat der einen Frontladeanbau? Haben wir jetzt einen Trecker mit Frontladeanbau? Denn wir brauchen auf jeden Fall einen... Na, guck mal. Da haben wir direkt den Lindner. Mit Frontladenanbau. Wo können wir das denn konfigurieren hier, Mister? Na komm, sag an. Da vorne. So, ihr seht hier auch, der Händler ist auch umgebaut worden. Einmal hier halten und einmal... Nee, das wollte ich gar nicht. Wollte ich gar nicht. Ich möchte hier hin. So. Einmal konfigurieren. Ich möchte einen Frontladenanbau haben. Danke. 150.000 haben wir noch. Die teuer ist eine Ballenpressmaschine. Ballentechnik. Auch, guck mal, und hier habe ich auch noch so ein Mod drauf, der lädt automatisch die Ballen auf. Da hatten wir einen für 58, da hatten wir einen für 58, 102, 102. Okay, das sind die gleichen Preise. Ich würde sagen, die Anhänger holen wir uns als erstmal, denn damit kann man ganz viel machen. So. Und die Ballenmaschine, da hätten wir jetzt noch die Auswahl zwischen der oder der. 4000 Liter, 4000 Liter gleich groß, können, die sind eigentlich gleich, nur von verschiedenen Marken. 70 und 185 PS. Ich würde sagen, dann nehmen wir einfach mal diesen Mod hier. Den kaufen wir uns. Und da haben wir ihn. Die haben es noch 80.000. Und jetzt brauchen wir noch einen Frontladeranbau. Ich drücke immer auf Escape, statt, also um den Shop zu öffnen. Einen Frontladeranbau, dann nehmen wir mal den hier in der Farbe Lindner Rot. Die müssen wir erstmal finden. Gut, dann nehmen wir ihn halt im Grau. Okay, und jetzt brauchen wir noch was brauchen wir eigentlich noch? Ich habe ja schon das andere gekauft. Nehmen wir hier mal diesen Ballenspieß. Der ist nämlich auch so automatisch. Das ist nämlich ein Universal Autoload Mod. Genau so heißt der. Auch zu finden auf Modhoster. Das ist eigentlich ein Portal. Also es ist ein Modportal. Und ich finde, das ist das einzige Modportal. Beziehungsweise eins der wenigen, die ich vertrauenserweckend finde.
Da habe ich noch nie Probleme mit gehabt und auf jeden Fall bin ich zufrieden damit. So, und wo ist jetzt... Ja, wir haben viel hier gekauft, auf jeden Fall. Oh, oh, oh. Einmal ankuppeln. Dann einmal Rückwärtsgang einlegen. So. Und einmal hier rumschlagen. Warum lenkt er denn nicht mehr so doll? Oder kommt mir das nur so vor, dass er nicht mehr lenkt? So, ich glaube, das Radio kann ich das nächste Mal auch ein bisschen lauter machen, ne? Ah, ich weiß, warum er nicht lenkt. Wir waren vorne auf der Gabel drauf. Also auf diesen Frontladerspießgestell. So, das werden wir auf jeden Fall brauchen. Wobei, das werden wir nicht bei den Schweinen brauchen. Ich würde sagen, das ist der Tieranhänger. Da werden wir diesen Strohanhänger brauchen. Na, wo ist er? Da ist er. So, den werden wir brauchen. Upsala. Oh, sieht schon fett aus, ne? So, ich würde sagen, wir räumen hier beim Shop in der nächsten Folge auf. Ich mache die Folgen jetzt so kurz, also in Klammern kurz, weil ich nicht weiß, wie lange mein Aufnahmeprogramm aufnimmt. Manchmal 16 Minuten, manchmal aber auch nur 12. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst, dann sehe ich nämlich, dass euch das Projekt gefällt. Ich nehme in Staffeln auf, deswegen kann ich jetzt noch nicht auf die Kommentare antworten beziehungsweise reagieren. Ich werde jetzt ungefähr immer 10 Folgen aufnehmen. Also bis Folge 40 werde ich jetzt wahrscheinlich aufnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, euren Freunden erzählt, wie toll denn mein Kanal ist. Denn so schlimm ist er nun auch wieder nicht. Und ich finde, es gibt durchaus schlimmere Kanäle. Das können wir auch mal als Thema nehmen, ne? In der nächsten Folge können wir es mal als Thema nehmen. Bilder von Leuten zum Beispiel. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, einschaltet, und tut mir leid, wenn die Folgen jetzt ein bisschen eintönig und monoton werden, aber ich glaube, ich werde das Radio noch ein bisschen lauter machen, die Musik ein bisschen aufdrehen, und dann geht's ja auch richtig zur Sache. Also, bis zum nächsten Mal, euer Jan.